Es ist eine so cranky Mission. So, einmal rüber. Boah, ey, da kannst du mir echt die Eier graulen, ne? Das ist echt eine verdammte Fuck-Mission. Das hätten wir nicht mal zeitlich vielleicht sogar nicht mal geschafft. Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir so einen Scheiß bauen, dann schaffen wir das auch wieder nicht zeitlich übrigens. Komm, verpisst euch. Fahr hoch. Geil. Geht einfach ein bisschen schneller. Ja, die brauche ich. Danke. So, jetzt aber los. Jetzt aber los hier. Gell? Ja. Ach, da ist ja ein Fahrrad. Da ist ja ein Fahrrad. Wie? Da ist ein Fahrrad. Wieso ist hier ein Fahrrad? LOL. Als ob da ein fucking Fahrrad ist. Ja, easy. Easy. Dann fahren wir das halt mit dem Fahrrad. Hey, wie geil. So, einmal runter. Weg. Fick dich. Runter vom Rad. Schieß, schieß, schießen, 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 schießen und scheißen. Ja, lol. This shit is over. Ja, dein Gesicht ist gleich over, Mann. Ja, fahr, fahr, fahr deinen Scheiß zusammen. Mega gut. Guck mal, wir können auch ein bisschen Turbosprint machen hier. Zack, zack. Einmal hier schnell vorwärts. So, einmal rüber. Einmal weg. Einmal weg. Zweimal weg. Dein Gesicht ist weg. So, einmal rüber, 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 rüber. Guck mal, ich laufe so schnell wie so ein... Weiß ich nicht, der sieht mich gar nicht kommen, der Typ, ey. So, die verbleibenden Punkte. Erstmal noch Ausrüstung scheißen. Ich fahre auch jeden Tag mit dem Auto Treppen hoch. Ja, anders geht es nicht. So, schnell weiter. Ja, in dem Fall, so kriegen wir das natürlich besser hin, ne? Wenn wir erstmal hier voll den Zeitvorsprung mit einem Fahrrad holen können. Okay. Hier gibt es keine Bedrohung. Wir haben dich getrollt, du kleiner Pisser. Keine Bedrohung. Ja. Gell? So, hier aber jetzt wieder. Schalte diese Killer aus. Eins, zwei, drei und da vorne ist Nummer vier. Der hockt und scheißt in die Ecke. Und da ist die Keycard. Und jetzt gehen wir sofort in den Keller und räumen den Keller aus, nicht? So, wundergeil. Mein Daumen geht schlapp. Aua, ich habe einen Krampf im Arsch. Nicht in meinem Arsch, in meinem Arm. So. Ich fahre jeden Tag mit einem Panzer Leitern hoch. Ja, das sowieso. Anders kommt man doch gar keine Leitern hoch. Hä? Hä? Wie denn sonst, Rudon? Hä? Ja? So, ab in den Keller. Ja, wunderbar. Erledige die Bombe und schalte die Attentäter lahm. Was? Pups. Könnten wir schießen oder sind wir hier nur zum Kaffeeklatsch da? Shoot him in den Anus. Schieß ihn in den... Boah, ich hab ihn doch in den Schritt geschossen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Oh! Geschafft. Beim dritten Versuch? Ja. Oh mein Gott. Und da kommt er. It's Vic, see? I told you, nothing to worry about. Yeah, yeah, I'll see you inside. Seriously, mate, is everything all right? Sure, but, you might want to call bomb disposal. Yeah. Disposal? All right, yeah, yeah, good one, yeah, yeah, fucking comedian. Yeah, I should put you on the fucking stage, huh? Phil, mate, maybe we should delay rehearsals a while, eh? Technical issues, you know, nothing serious, it's all right. Ja, ich dachte schon, er nimmt uns jetzt erstmal nicht ernst. Okay, gut. Ah, Mission erfüllt und unser Auto steht sogar noch da. 1500 Dollar, aber echt, hey. Ay, caramba. Was für eine Message kriegen wir rein? Zahltag, okay. Geschafft, geschafft. Yay, geiler Scheiß. Heiliger Strohsack. Was war denn das? Und wir bekommen noch eine Message. Von René.
Ich habe bei Ricardo Diaz ein gutes Wort für dich eingelegt. Okay. Er will dich treffen. Du Trying to get schuldest fresh? mir was, Schätzchen. Okay. Hat die Mission auch ein bisschen getrollt? Nee. Ein bisschen. Aber nee. So, wir haben einen neuen Auftraggeber, tatsächlich. Ricardo Diaz. Ja, der hat auch 5 Missionen für uns. Wir haben sogar nur Ricardo und unseren Scheißbruder. Oh Mann, das heißt, wir können die nächste Mission mit Phil Collins nicht machen. Warum nicht? Die nächsten zwei sind nämlich auch wieder Phil Collins. Okay, dann machen wir halt jetzt Ricardo Diaz. Der wohnt da in dieser Villa auf Starfish Island. Auch ganz cool. Und ganz ehrlich, dann haben wir es bald. Geil. Sollen wir es heute doch durchzocken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Aber es war eine coole, es war eine interessante Mission. Also ihr müsst unbedingt das BMX nehmen, sonst habt ihr echt keine Chance. Und ihr braucht diese eine Waffe, die jeden mit einem Schuss tötet. Sonst ist es auch ein bisschen zu kompliziert. Ich frage mich halt wirklich, es gab jetzt zwei Missionen mit einem riesen Massenaufkommen an Gegnern. Und da frage ich mich halt wirklich, wie willst du das schaffen ohne Cheaten? Das schaffst du überhaupt nicht ohne Cheaten. Und auch diese Mission mit diesem fucking Zeitdruck. Würdest du auch nicht schaffen ohne Cheaten? Ganz ohne Scheiß. Das schaffst du doch überhaupt nicht. Und dann hatten wir diese eine Mission, wo richtig, 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 richtig viele Frauen auf dich geschossen haben. Sogar, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sogar mit Panzerfäusten. Und das war wirklich eine komplette Gegnerschar. Wie willst du das überleben, ohne dass du dir Gesundheit und Panzerung cheatest? Das geht gar nicht. Heilige Fresse. Das ist. Also genau, vor allem diese zwei Missionen jetzt, die sind zu schwer. Die sind heftig. Machen irgendwo Spaß, aber sind heftig. So. Gut. Vor allem jetzt diese mit Zeitdruck. Du hast ja gar keine Zeit, in Deckung zu gehen oder so. Und die Leute mit normalen Waffen abzuknallen. Da fehlt dir die ganze Zeit dafür. Du musst ja echt durchrushen, einfach Heilungscheat machen und ja, diese Wumme hier cheaten, sonst geht es nicht. Schon heavy. Gut, also so viel dazu auf jeden Fall. Das war. Wir haben es geschafft. Ne? Wir haben es auf jeden Fall einfach mal geschafft. Ich würde mal sagen, jetzt plündern wir den Einkauf von der alten Oma. Ach, die hat bei T und A eingekauft. Nee, das muss nicht sein. Ich kaufe lieber beim New Yorker ein. T und A. Das ist schon witzig. So, Taxi, 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 Taxi. Das ist kein Taxi, aber egal. Der verhaftet mich jetzt, oder? Wow. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Wow. Was ist das? Können wir fahren? Danke. Dann fahren wir jetzt mal nach Starfish Island, ne? Wir begrüßen unseren neuen Auftraggeber, würde ich mal sagen. Ich fahre schon wieder im Kreis hier rum, ne? Käsekacke hier. So, Moment. Hier ist doch die Hauptstraße. Genau. Genau. Puh. Ba, 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 ba. Jetzt fahren wir da lang. Da geht es nicht nach Starfish Island. Wir müssen da lang fahren. Ich glaube, die Spieleentwickler berechnen die Cheats schon mit ein. In den alten GTA-Teilen bestimmt. Wobei man das wirklich nicht sollte. Weil das sind ja Boni. Das sollte man wirklich nicht tun. Aber in Vice City Stories habe ich schon so das Gefühl, beziehungsweise halt, wie gesagt, in so ein oder anderen älteren GTA-Spiel, in den neuen, in den GTA 4 und 5 und so, da geht das ja alles ohne Cheats. Die habe ich ja auch ohne Cheats durchgespielt. Und habe dann erst danach gecheatet, weil das sonst die Trophäen kaputt macht. Sonst kannst du, wenn du cheatest, keine Trophäen mehr sammeln. Und da ich ein Trophäensammler bin, musste ich das sozusagen dann auch ohne Cheats durchspielen. Das geht auch. Aber hier vor allem diese alten. Ja, da sind manche Missions einfach wirklich zu heavy. Da geht das nicht ohne Cheaten. Das ist einfach so.
Wenn du es doch ohne Cheaten schaffst, bekommst du einen Schwanker. Ja, ah ja. Ja, ja, wie gesagt. Das war eben. Die neuen Spiele gehen. Da sind die Missionen ja auch nicht mehr so schwer. Weil hier schwankt der Schwierigkeitsgrad wirklich in Rail City Stories. Das geht so, dann ist der so schwer, dann ist es wieder so einfach, dann ist es wieder so schwer. Und so, das schwankt zu sehr, weißt du, das funktioniert eh nicht. GTA 4 und 5 sind einfacher, ja, klar. Da ist die Steuerung ja auch moderner, das ist das Missionsdesign moderner, das ist alles moderner, natürlich. Das ist alles besser gemacht. Einfacher, ja, schon. Es kommt halt drauf an. Mängel, du spammst ein bisschen, ne? Ja, bitte nicht so viel. Genau, dankeschön. Genau. Ja, neue Spiele sind einfach anders. Und ja. Eben durch dieses Missionsdesign, wenn der Schwierigkeitsgrad eben so heavy schwankt. Aber das haben generell ältere Spiele einfach. Alte Spiele. Da gibt es einfach öfters Level oder Bereiche, die einfach ins Extreme schwanken. Die plötzlich fucking schwer sind. Und dann gibt es wieder Level, die fucking einfach sind. Das ist irgendwie, das haben so irgendwie alte Spiele an sich. Aber es sind ja auch noch die Anfangszeiten so, ne? Da, ich weiß auch nicht, was die Entwickler da entwickelt haben. Es war halt wahrscheinlich einfach nicht einfach, ne? Es war generell natürlich schwieriger in den Anfangszeiten der Spielentwicklung, ist ja klar. Es war ja alles, ist ja heute alles ein bisschen einfacher. Und die wissen da ja schon viel mehr Bescheid und so, haben ja schon viel mehr Erfahrung, was Spielentwicklung angeht. Steuerung moderner ist gaga, finde ich halt gar nicht. Würdest du hier spiel mal Vice City. Nicht Vice City Stories, sondern spiel mal Vice City, denn in Vice City kannst du nicht mal die Kamera drehen. Würdest du das heutzutage haben wollen? Ja? Wirklich? Und wenn du hier in Fahrzeugen schießen willst, ja, dann kannst du das auch nur, indem du so seitlich rausguckst und dann kannst du schießen. Dann siehst du also nichts mehr vor dir. In heutigen GTA-Teilen kannst du einfach von vornherein so rausschießen, indem du immer noch geradeaus fährst und du schießt einfach aus dem Fenster. Würdest du das immer noch wollen? Ja, ich nicht. Also ich finde die heutige Steuerung schon besser. Ganz im Ernst. Also, manche Sachen müssen echt nicht mehr sein. Und da bin ich auch froh, dass die nicht mehr so sind. Weißt du? Ja. Es kommt auch ein bisschen aufs Spiel drauf an. Aber jetzt im Falle von GTA finde ich das schon gut, wie sich das verbessert hat, ganz ehrlich. Klar, das Charakter, die Charaktersteuerung an sich, ne, hier steuert er sich ja direkt, perfekt und so. Okay, perfekt auch wieder nicht ganz. In neuen Teilen ist es ja ein bisschen realistischer, da schwankt er so ein bisschen und so komisch, ne. Ist aber auch das einzige Manko. Du kannst ja sogar in GTA 4, ich weiß nicht, ob es in GTA 5 geht. Doch klar, ne. Du kannst ja in den neuen GTA-Teilen auch in Deckung gehen. Das fehlt ja hier auch gänzlich. Und das ist halt auch irgendwie wichtig. In vielen Situationen. Also, es wurde schon verbessert stark, würde ich mal sagen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier bei der großen, großen Villa. Ja. Und sind bei unserem neuen Auftraggeber. Wir machen jetzt einfach mal rum. Was? Weißt du, die kann man die Cam nicht drehen? Ganz genau. Und das ist richtig für den Arsch. Das ist richtig scheiße. So. Jetzt aber. Just do it, meine Freunde. Der neue Missionsgeber Ricardo Diaz. Los geht's. Steal the deal. Da bin ich immer gespannt. So, you're Vic. Yeah. And you? You Diaz? No, I'm Santa Claus. I heard a lot about you. Mr. Big. Buddies with the Mendez. I don't think we're exactly friends. Whatever you say. I heard you wasn't exactly a load of laughs, amigo. But crack a fucking smile. Life is amazing. Look at me. I got porn. I got drugs. I got money. I'm happy. Yeah, that's cool. Well, I want out. I don't want to sell drugs. But I ain't got a choice right now. Jeez, Quentin. You didn't say your brother was such a bore. Vic. Quentin? Hey, good to see you.